Hallo Kackbratzen. Kann sich noch irgendwer an den weißen Briefbeschwerer namens Wii U erinnern? Dieser lustige und komplett kaputte Prototyp der Nintendo Switch mit einem Controller, der fast schwerer ist als die Konsole selbst? Die 10 Leute, die sich dieses Ding gekauft haben, durften sich nicht gerade über eine Flut an Spielen freuen. Noch dazu waren 3/4 aller verfügbaren Spiele aus dem Hause Ubisoft, von denen auf der PS4 und Xbox 360 die grafisch viel besseren Versionen verfügbar waren. Ich fühlte mich damals auf einer dieser Presseveranstaltungen komplett verloren. Erstens gab es nicht nur den kleinsten Shrimp-Cocktail der Welt und zweitens gab es Spiele, die mich nicht die Bohne interessierten. Gut, mal von Pikmin 3 abgesehen, das aber erst ein ganzes Jahr später auf den Markt kommen sollte. Es gab allerdings auf dieser Veranstaltung ein Spiel, das sich von den üblichen Verdächtigen auf der Wii U deutlich unterschieden hat. Es war ein Spiel für Hardcore-Gamer, von denen man auf dieser Plattform vermutlich nicht allzu viele finden konnte. Heute sprechen wir aber nicht über das unfassbar gute Ninja Gaiden 3, das nur zeitexklusiv für die Wii U veröffentlicht wurde, sondern über das im Jahr 2012 veröffentlichte Survival-Horror-Spiel Zombie U. Wer damals dachte, dass es sich bei diesem Titel um einen hirnlosen Zombie-Shooter handelt, in dem man sich hirntot durch Horden von Untoten ballert und quasi nichts anderes macht als nachzuladen und seine Feinde in ein Nudelsieb zu verwandeln, hat sich komplett geirrt. Zombie U war ein astreines Survival-Horror-Spiel, das den Spieler teilweise in eine sehr unangenehme Lage versetzte. Es führte die Spieler zurück in die Zeit, in denen Survival-Spiele noch wirklich Survival bedeutete, indem es ihnen ständige Angst vor dem Unbekannten verbreitete. Im Gegensatz zu einem Resident Evil lag der Schwerpunkt eher darauf, dass man sich für die anstehende Mission perfekt vorbereitet, Risiken abwägt und sehr oft einfach nur die Beine in die Hand nimmt, um ganz schnell und hoffentlich in einem ganzen Stück wieder seine gemütliche Abstellkammer erreicht. Those poor coppers were probably responding to the supermarket's alarm, but... Zombie U spielt in einem zerstörten, postapokalyptischen London, in dem sich ein geheimnisvoller Mann, der sich selbst Prepper nennt, ein sicheres Haus errichtet hat. Er wird im ganzen Spiel unser Mentor sein und sein Bestes tun, um uns sicher durch die Missionen zu bringen, während wir die Drecksarbeit erledigen. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle eines sehr stillen Protagonisten und man sollte vielleicht auch nicht eine zu große Bindung mit ihm aufbauen. Erstens gibt es ohnehin keine Charakterentwicklung und zweitens kann es gut sein, dass man ihn ohnehin irgendwann an die Zombies verlieren wird. Der Protagonist ist eben nur Mittel zum Zweck und Werkzeug des Preppers. Natürlich könnt ihr alles Mögliche anstellen, damit euer Charakter so lange wie möglich überlebt, was natürlich eine komplett ehrenhafte Sache ist, aber solltet ihr doch mal das Zeitliche segnen, dann ist für immer Schluss. Also nicht komplett, denn man wacht natürlich wieder im Unterschlupf des Preppers auf, allerdings mit einem brandneuen Protagonisten. Euer alter Freund ist natürlich nicht vom Erdboden verschwunden. Kratzt man ab und schlüpft in die Haut eines neuen Sklaven des Preppers, gilt es nicht nur dessen Arbeit fortzusetzen, sondern auch euer altes Ego zu finden, um eure hart erarbeiteten Gegenstände zurückzubekommen. Euer altes Ich hat sich derweil aber selbst schon in ein Zombie verwandelt und wird euch euren Krempel natürlich nicht freiwillig überlassen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber auch wenn es null Charakterentwicklung gibt und jeder Protagonist komplett entbehrlich ist, wird man trotzdem eine enge Bindung aufbauen. Schließlich hat man eine schöne Zeit zusammen verbracht. Je nachdem, wie fähig man natürlich als Spieler ist. Wenn man nun seinem alten Ich gegenübersteht, dann blutet einem fast schon das Herz. Erstens wird man daran erinnert, dass man ein kompletter Versager ist und zweitens wird man dazu gezwungen, mit einem sehr blutigen Abschied endlich diese liebgewonnene Person in eine bessere Welt zu schicken. Ein zutiefst trauriger Moment, aber eine unglaublich fesselnde Mechanik. Zumindest beim ersten Mal. Danach wird man wohl über die Leichen tanzen, wie Heidi auf der Alm ihres Opas. Use your radar. You have to ping areas manually if you want to know what's lurking in your blind spots. Damit ihr nicht sofort nach 10 Sekunden schon den Löffel abgeben müsst, wird euch der Prepper mit der nötigen Technologie ausstatten. Das Wii U Gamepad. Allein aus diesem Grund fühlen sich die zeitgenössischen Remakes des Spiels auf der PlayStation oder Xbox irgendwie nicht richtig an. Alle grundlegenden elektronischen Helferlines im Spiel werden auf dem weißen Ziegelstein mit Display der Wii U abgebildet. Darunter nicht nur eine Karte und das Inventar, sondern auch ein unfassbar nützliches Radar, mit dem man seine Spielumgebung nach Zombies abscannen kann, während man damit auch nach anderen nützlichen Gegenständen sucht. Sehr oft wird man mit Hilfe des Preppers auch Dinge hacken, wie etwa Überwachungskameras. Und natürlich wird euer Mentor auch über das Gamepad und mit Hilfe des integrierten Lautsprechers mit euch kommunizieren. It's not just a building, it's a fortress. A highly secure location. You can bet your ass they stockpile guns and ammo like nobody. Auch wenn man das Gamepad auch noch so idiotisch findet, da er ebenso handlich ist wie ein Vorschlaghammer, wird man dieses Ding mit der Zeit lieben lernen. Man erzeugt so auch eine viel tiefere Immersion, den ein klassischer Controller nicht bieten kann. Aber ironischerweise ist das Gamepad auch die größte Schwachstelle im Spiel, so nützlich er auch sein mag.
Da der Controller einen so großen Teil der Benutzeroberfläche steuert, kann man sich leicht darin verlieren, insbesondere in intensiven Momenten, da man eben nicht nur das kleine Display im Auge behalten muss, sondern eben auch den Fernseher. Auf der anderen Seite kann man auch wieder behaupten, dass dieser verwirrende Effekt beabsichtigt ist, um mehr Anspannung und einen höheren Puls im Spieler zu erzeugen. Allerdings gewinnt hier Stress und Ärger die Oberhand und nicht unbedingt die Angst, die das Spiel eigentlich erzeugen sollte. Look at these poor bastards. They flocked here thinking they'd be safe, that the royals would protect them, but the establishment... Um in der Hitze des Gefechts wenigstens ein wenig mehr Überlebenschancen zu haben, gibt es auf dem Touchscreen des Gamepad einige Tasten, die man für einen schnelleren Zugriff seinen Gegenständen zuweisen kann. Allerdings kann es in all der Hektik auch oft vorkommen, dass man aus Versehen die falschen Tasten drückt. Mit der Zeit bekommt man aber raus, wie der Hase läuft. Trotz der klobigen Technik der Wii U hat man es trotzdem irgendwie sehr gut geschafft, ein enormes Gefühl von Spannung und Beklommenheit zu erzeugen. Ganz besonders in den stillen Phasen des Spiels, in denen man eigentlich nur verzweifelt versucht, irgendwie an Vorräte zu kommen, mit denen man seine Gesundheit wieder auffrischen kann, oder eine Handvoll Munition. Es entsteht ein enormes Gefühl der Dringlichkeit, da man sich auch nie wirklich sicher sein kann, ob nicht doch irgendwo ein Zombie auf einem lauert und ob man überhaupt den aktuellen Tag heil überstehen wird. Neben dem Gamepad gibt es zum Glück noch eine Konstante, auf die ihr euch das ganze Spiel über verlassen könnt. Euren treuen Cricketschläger. Allerdings wird man auch sehr schnell feststellen, dass eure Allzweckwaffe einige gute Treffer benötigt, um einen Zombie die Birne weich zu klopfen. Selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad ist Zombie U ein relativ schwieriges Spiel. Nicht unfassbar schwierig, aber eben nicht so leicht, als dass man damit die extrem spannende Atmosphäre und den brutalen Kampf ums Überleben zerstören würde. Bereits vor 12 Jahren war das Thema Zombies in Videospielen schon komplett ausgelutscht und abgrundtief langweilig geworden. Aber Zombie U schaffte es mit seinem nicht unbedingt komplett neuen Ansatz wieder etwas frischen Wind in das Genre zu bringen und auch einen ziemlich guten Survival-Horror-Titel auf die Wii U, in dem es wirklich ums Überleben ging und nicht um einen schnellen Finger auf dem Abzug. Grundsätzlich sind Zombies zutiefst fürchterliche Kreaturen aus fauligem Fleisch, die sich im Prinzip durch nichts aufhalten lassen. Stoisch bahnen sie sich ihren Weg zum Ziel, wobei man hier natürlich einen großen Unterschied zwischen einem klassischen Zombie hat und dem modernen Zombie, der scheinbar nach dem Ableben zu viel Crack zu sich genommen hat und einen Sprint von 100 Metern in weniger als 9 Sekunden schafft. Und genau hier macht auch Zombie U den Unterschied. Es nimmt sich die klassischen und zeitlosen Zombies zum Vorbild und mutiert nicht zu einem hirnlosen Schlachtfest. Man kann hier noch das verwesende Fleisch spüren und ehrlich gesagt hätte man sowas von der Wii U nicht erwartet. Und auch was die Grafik betrifft, so sieht das Spiel auf dem Nintendo-Ziegelstein sogar ziemlich gut aus. Vermutlich war Zombie U ohnehin eines der wenigen Spiele, die die Leistungsfähigkeit der Wii U an ihre Grenzen brachte. Das Spiel präsentiert beeindruckend die dunkle und feuchte Seite Londons. Das Leveldesign ist sogar richtig gut gelungen und bietet viel Abwechslung fürs Auge. Die Umgebungen sehen alle großartig aus und tragen definitiv dazu bei, eine angespannte, schreckliche Atmosphäre zu schaffen. Beim Design der Zombies ist den Entwicklern dann wohl doch ein wenig die Luft ausgegangen, da man sehr oft mit den immer gleichen Typen konfrontiert wird. Aber zumindest das Sounddesign ist überzeugend. Die Ohren werden nicht unbedingt allzu viel Arbeit haben, wenn man durch die versifften Gebiete schlendert, aber das Stöhnen und Ächzen der Zombies ist einfach großartig. Und auch die Stimme des Preppers verleiht dem Spiel das nötige schöne Sequoia. Wer den Story-Modus trotz all seiner Härte immer noch zu einfach findet, darf gerne mal den echten Survival-Modus aus der Hölle ausprobieren. Beißt man ins Gras, beziehungsweise ein Zombie in euren Hals, wird man nicht durch einen neuen Charakter ersetzt. Es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass dieser Modus wohl das härteste ist, was ihr vermutlich je in einem Videospiel erlebt habt. Wer Freunde hat, kann Zombie U auch zusammenspielen. Neben einem eher klassischen Time Attack und einem Survival-Modus, die mit der Zeit etwas langweilig werden, gibt es mit King of Zombies noch einen asymmetrischen Mehrspieler-Modus. Während hier ein Spieler den guten alten Pro-Controller oder Wii-Remote in die Hand nimmt und so gut es geht um sein Überleben kämpft, schlüpft der andere Spieler in die Rolle eines Sadisten, der mit Hilfe des Gamepads seinem neuen besten Feind so viele Zombies wie möglich vor die Füße schmeißt, um ihn so schnell wie möglich über den Jordan zu schicken. Zombie U gibt es nun seit einiger Zeit auch wie gesagt für PlayStation und Xbox. Allerdings ohne den Zusatz U und während die Remakes grafisch natürlich um einiges besser wurden,
darf man das Original natürlich nicht vergessen. Jeder verzweifelte Wii U-Fanboy muss dieses Spiel einfach in seiner Sammlung haben. Erstens, da es ohnehin nicht mehr als 30 Spiele gibt und zweitens, weil man es hier wirklich mit einem handfesten Survival-Horror-Spiel zu tun hat, in dem man nach kurzer Zeit schon schwitzige Hände und ein schweres Herzrasen erhält. Das Spiel ist düster, bietet einige gute Shop-Momente und nutzt auch perfekt den Ziegelstein-Controller wie kein anderes Spiel auf der Wii U. Wer jedenfalls eine absolut deftige Herausforderung und ein hochgradig immersives Erlebnis sucht, muss hier unbedingt zugreifen. Es ist, mal von Super Mario Kart und Pikmin 3 abgesehen, wohl der einzige Grund, der den Kauf einer Wii U damals rechtfertigte. Ihr könnt natürlich auch das Remake spielen, aber die volle Erfahrung gibt es nur auf der Wii U. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.